Spielwürfel Mania 2 besorgt und wisst nicht genau, wie es geht? Dann seid ihr hier genau richtig, denn wir erklären euch dieses Spiel. Vorbereitung. Als erstes legt ihr alle Würfel bereit. Danach sucht sich jeder Spieler noch eine Spielfigur aus und stellt diese auf die Startfläche. Es wird noch ein Blatt Papier sowie ein Bleistift benötigt und die Sanduhr stellt ihr neben den Spielplan. Nun werden die Karten nach Actionland, Knobelfeld und Quizwill sortiert und verdeckt neben dem Spielplan bereitgelegt. Ablauf. Der Spieler mit den meisten Würfeln im Haus beginnt das Spiel. Danach geht es im Uhrzeigersinn weiter. Je nachdem, in welcher Zone ihr seid, zieht ihr eine passende Karte und führt die Aufgabe aus. Solltet ihr eine Quizwill-Karte ziehen müssen, gebt ihr diese, natürlich ohne diese zu lesen, sofort an euren linken Nachbarn zum Vorlesen. Wenn die Aufgabe geschafft wird, ziehst du so viele Felder weiter, wie auf der Karte stehen. Sollte die Aufgabe misslingen, ist der Zug beendet und du ziehst nicht weiter. Danach ist der nächste Spieler an der Reihe. So gewinnst du. Wenn man das Zielfeld erreicht, was nicht mit passendem Wurf geschehen muss, bestimmt dein linker Nachbar sofort die Kategorie der finalen Meisteraufgabe und zieht die dementsprechende oberste Karte vom Stapel. Meisterst du die Aufgabe, gewinnst du das Spiel. Wenn nicht, probierst du es erneut, wenn du am Zug bist. Bleibst aber schon mal mit deiner Figur im Ziel stehen. Wer zuerst seine Meisteraufgabe erfüllt hat, gewinnt das Spiel. Sollte es bei den Meisteraufgaben so sein, dass sich alle Spieler beteiligen müssen, musst du natürlich zu den Gewinnern der Aufgabe gehören. Gut zu wissen. Auf den Karten ist oben angegeben, welche Würfel für die Aufgabe benötigt werden. In der Mitte steht die Aufgabe und unten stehen die Felder, die bei Gelingen gezogen werden dürfen. Der Farbwürfel bestimmt für die Quizwill-Karten die Fragenkategorie. Bei dem weißen Zahlenwürfel gilt immer die Zahl, die nach den Würfeln unten steht. Ein Juhu-Feld bewirkt, dass man sich aussuchen darf, von welchem Stapel du deine nächste Aufgabe ziehst. Solltet ihr mehr als 6 Spieler sein, tut euch einfach ins Team zusammen und löst die Aufgaben gemeinsam. Und die Sanduhr lässt euch 30 Sekunden Zeit für die Erfüllung der Aufgaben. Somit könnt ihr in diesem Spiel punkten, indem ihr euren Körpereinsatz zeigt, indem ihr Quizfragen beantwortet oder einfach der neue Picasso seid. Falls doch noch Fragen aufgekommen sein sollten, ab in die Kommentare damit.